Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk, direkt aus Götzis, direkt vom Garnmarkt und natürlich wiederum direkt vom Restaurant Mahlzeit in Götzis. Heute mit einem interessanten Gast, mit sehr interessanten Themen, und Sie lernen einen Menschen vielleicht von einer anderen Seite kennen, als Sie ihn bisher aus den Medien gekannt haben. Es freut mich, dass er sich heute die Zeit genommen hat und heute hier bei uns zu Gast ist, Dr. Edgar Veit, Rechtsanwalt. Grüß Gott, hallo, danke für die Einladung. Herr Veit, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und schön, dass Sie heute hier mit dabei sind. Sie sind in vielen Medien, natürlich durch die Medien bekannt geworden. Das werden wir nicht das ganze Gespräch hindurchführen, aber einmal natürlich zur Erwähnung durch den Fall Kane. Wie gehen Sie mit dieser Bekanntheit um? Ja, die Bekanntheit hat natürlich wie alles zwei Seiten. Die positive Seite ist natürlich, man kennt einen als Rechtsanwalt, was natürlich für einen Unternehmer, ein Rechtsanwalt ist ja auch ein Unternehmer, schon wichtig ist. Das andere ist natürlich, dass man nicht mehr diese private Anonymität hat, wie man das ursprünglich oder früher gewohnt war. Also man kennt jetzt einen überall, wo man hingeht, schauen die Menschen auch. Und was auch ein bisschen ein negativer Beigeschmack ist, ist halt, dass immer wieder viele Gerüchte gestreut werden, Gerüchte, die nicht stimmen, und man kann sich nicht dagegen wehren, man hört das dann irgendwo, man kann sich nicht rechtfertigen, und das ist dann schon mit einer negativen Seite behaftet. Aber mittlerweile geht es gut, man hat damit, ich bin jetzt mittlerweile gewohnt, damit umzugehen, und ist schon in Ordnung so. Wir haben mit dem Ländertalk natürlich für uns den Auftrag, dass wir nicht in einzelne Themen reingehen, sondern ganz einfach auch die Menschen hinter den Themen etwas zu präsentieren. Jetzt weiß ich aus dem Vorgespräch, dass Sie eine ganz, ganz, ganz interessante Vergangenheit haben und ein interessanter Werdegang. Können Sie uns etwas aus Ihrer Lebensgeschichte erzählen? Ja, ich bin jetzt sicher nicht der typische, klassische Akademiker, unter Anführungszeichen. Ich bin in einer sehr kleinen Gemeinde groß geworden, habe wie alle Jungs zu meiner damaligen Zeit mit einer Lehre begonnen, mit einer praktischen Ausbildung, mit einer Tischlerlehre. Habe dann später eine medizinische Ausbildung gemacht, bin dann eher auch im Sozialbereich tätig gewesen. Habe dann nebenbei sehr viel Musik gemacht. Die Musik war für mich eine große Leidenschaft. Man hat sehr viele eigene Texte komponiert. War dann auch sicherlich ein Highlight für mich damals bei der österreichischen Talentebörse, wo ich auch ausgezeichnet worden bin. Die eigene CD dann, die auch dann im Radio gespielt worden ist. Und bin dann erst in weiterer Folge hineingekommen in diese rechtswissenschaftliche Tätigkeit, die ich als große Herausforderung gerne angenommen habe und wo ich mich auch sehr, sehr wohl fühle. Also wir bleiben ganz kurz bei der Talentebörse, das wird uns ja kaum jemand glauben. Sie waren Sieger bei dieser Talentebörse. Wissen Sie noch, wie lange das her ist? Puh, also ist mittlerweile über 20 Jahre her, ja. Also das heißt, Sie haben mit 15 Jahren... Nein, war schon älter. Also ich glaube, bei der Talentebörse war ich so 18, 19 Jahre alt. Und damals haben Sie gewonnen, das war noch ganz interessant, vor einem Musiker, der heute noch Karriere macht. Damals war mit dabei Wolfgang Frank. Ja, genau, der war auch dabei. Das war aber die Vorausscheidung in der Sparte der Solisten. Und ja, wir haben danach noch, haben es noch sehr Lust gehabt zusammen, obwohl wir eigentlich da Rivalen waren oder Kontrahenten waren, aber war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Also jetzt reden wir über Musik, jetzt machen wir uns ganz einfach den Spaß und hören uns ein paar Takte an, damit uns die Zuseher auch wirklich glauben, was Herr Dr. Veit für ein Riesentalent war in der Musik. Also wir hören jetzt einige Takte von der CD. Es gibt ja, diese CD hat es damals gegeben, produziert, oder hat sie auch zum Kaufen gegeben? Dann? Ja, klar, die hat es auch zum Kaufen gegeben, hatte auch gute Sponsoren. Damals, es war sehr teuer, war für mich damals als junger Mensch sehr, sehr viel Geld, und haben wir auch sehr gut verkauft. Gemeinsam mit den Sponsoren sind wir schon so aus den roten Zahlen herausgekommen, haben auch ein bisschen Gewinn gemacht und war natürlich auch sehr wichtig, klar. Wir sagen jetzt ganz einfach, die CD ist ausverkauft. Es gibt noch 25 Stück, die gebe ich aber nicht mehr her. Es gibt Anlässe, da verschenke ich dann ab und zu eine, aber ich gebe keine mehr her. Okay, wir hören uns jetzt einige Takte aus dieser CD an und sind ganz gespannt, wie der Rechtsanwalt Dr. Veit in seinen jungen Jahren Musik gemacht hat. Ich will mit der Staatsdiener Lieder, diese
Das Robben im Dreck, das hat doch eh keinen Zweck. Doch bei der Staatsdiener-Elite, da heißt ja mehrere Sternchen, desto besser das Kerlchen. Staatsdiener-Elite, man lernt dort rauchen und saufen und schießen und rauchen. Ja, also ich glaube, kaum zu glauben, das klingt ja richtig gut, das klingt ja nach Musik. Also Musik. War natürlich ein bisschen gesellschaftskritisch früher. Ich muss heute sagen, dass ich natürlich den einen oder anderen Text heute nicht mehr schreiben würde, aber zum Beispiel das Lied Staatsdiener-Elite habe ich damals in einem Scharstinsch geschrieben, als ich im Bundesheer war. Da habe ich 24 Stunden Zeit gehabt, da ist dieses Lied entstanden. Es kommt dann natürlich auch der ganze Bundesheer-Frust heraus. Ich hoffe, ich bin damit niemandem zu nahe getreten, das wollte ich natürlich nicht. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes oder interessantes und humorvolles Thema Musik, aber Anwalt sein ist ja nicht immer humorvoll und ist natürlich etwas, wo einem doch sehr herausfordert. Jetzt haben Sie diesen spannenden, interessanten Werdegang. Wo ich hier noch einhaken möchte, ist die kleine Gemeinde, die Sie erwähnt haben. Was war das für eine Gemeinde? Das war Dallas. Dallas, also wirklich nicht Dallas, dass man aus dem Fernsehen kennt, sondern Dallas. Und der Vater hatte damals dort ein Lokal. Das war zu Beginn, ja, da hat das Café-Restaurant Paluda gebaut, das aber dann Ende der 70er Jahre, wo man dann die Umfahrungsstraße, also wo die Straße in den Tunnel gekommen ist, verkauft hat, weil er gesagt hat, mit nur den Einheimischen kann ich dieses Gasthaus nicht aufrechterhalten. Wenn man mir den Durchzugsverkehr nimmt, bin ich genötigt, das Haus zu verkaufen. Und das hat er dann schlussendlich auch gemacht. Ja. Jetzt kommt die Weltreise von Dallas Richtung Götzis und Richtung Garmarkt. Sie haben hier und heute am Garmarkt eine Kanzlei, also Ihre Rechtsanwaltskanzlei befindet sich am Garmarkt. Warum haben Sie sich für diesen Standort am Garmarkt entschieden? Ja, es hat sich beruflich ergeben. Ich war zuerst als Rechtsanwaltsanwärter damals in Montafon tätig, dann in Dornbirn und habe dann eine Stelle in Götzis angenommen. Später war ich dann auch in Götzis angestellter Rechtsanwalt und habe dann von diesem Projekt am Garmarkt gehört. Und ich muss sagen, ich war von Anfang an begeistert und wollte dann auch Teil dieses Projektes werden, wollte der Anwalt vom Projekt am Garmarkt oder vom am Garmarkt werden und habe ich dann da umgeschaut. Es hat dann auch Kanzleiräumlichkeiten gegeben mit der Vermieterseite, die Chemie, das hat von Anfang an gut gepasst. Und nachdem die Banken dann auch Unterstützung schlussendlich signalisiert haben, habe ich dann den Weg in die Selbstständigkeit geschafft und habe ein schönes Büro am Garmarkt bekommen und war dort 2,5 Jahre tätig, bevor ich jetzt eben umgezogen bin in neue, eigene, hochmoderne Kanzleiräumlichkeit am Garmarkt. Wie gesagt, es gibt oft Fälle, durch die wird man bekannt und es gibt viele, viele Fälle, wo man nicht bekannt wird. Wo liegt eigentlich der Schwerpunkt in Ihren Aufgaben als Anwalt? Ja, wo sind Sie spezialisiert? Also schwerpunktmäßig ursprünglich war immer schon das Schadenersatzrecht und Wegstreitigkeiten. Ich habe auch meine Dissertation über Güterweggenossenschaften in Vorarlberg geschrieben. Also die Wegdienstbarkeitsstreitigkeiten, Grenzstreitigkeiten, Schadenersatz, Ehescheidungen, Vertrags- und Grundbuchswesen ist ein sehr starker Bereich von mir. Aus dem Bereich war ich lange tätig. Mittlerweile ist es viel breiter gefächert. Es ist Arbeitsrecht dazugekommen, Gesellschaftsrecht, Urheberrechte. Das ist eigentlich das, was wir derzeit schwerpunktmäßig machen in der Kanzlei. Das Anrainerrecht, wenn ich hier noch ganz kurz einhaken darf. Vermutlich sind das oft Nachbarschaftsstreits, die dadurch entstehen. Sind die nachvollziehbar? Ja, schon. Meistens ergibt es sich ja so, dass irgendwas im Vorfeld schon immer passiert ist, bevor man dann zum Anwalt kommt. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ein Mensch dann sagt, so, jetzt ist fertig, das geht jetzt nicht mehr. Und jetzt gehe ich zu einem Anwalt, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Man muss aber sagen, also ich versuche bei den Gesprächen und in weiter Folge auch immer zuerst eine außergerichtliche Einigung herzubringen. Das passiert auch in sehr vielen Fällen. In weiterer Folge, wenn das nichts nützt, dann bringt man halt einmal eine Klage ein. Aber selbst dann heißt es noch nicht, dass man ein Urteil dazu braucht. Dann braucht es halt die gerichtliche Vermittlung und die führt dann auch oft zu einem gerichtlichen Vergleich. Also hier gibt es dann sehr viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht immer im Gericht streiten. Das ist ja auch ein falsches Bild oftmals von Anwälten. Ich glaube, ein guter Anwalt zeichnet sich auch darin aus,
dass er auch versucht, eine außergerichtliche Einigung herbeizuführen, wo schlussendlich auch beide Streitteile dann schlussendlich damit gut leben können. Und wenn man dann noch Menschen hin und wieder zusammenführen kann, dass dieser Streit dann auch wieder aus dem Weg geräumt ist, dann hat man auch für die Zukunft was Wertvolles getan. Herr Veit, wie lange sind Sie schon selbstständiger Anwalt? Ich bin jetzt, also im April 2010 habe ich mit der Selbstständigkeit begonnen, also gut deutlich über 2,5 Jahre, fast 3 Jahre jetzt. Ja. Was mich immer interessieren würde, ist, wie kommt man eigentlich als junger, selbstständiger Anwalt, also wenn man jung in diesem Sinne als in der Gründung als selbstständiger Anwalt, wie kommt man da eigentlich zu Klienten und zu Mandanten? Ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Ja, ich muss sagen, ich bin da reich beschenkt worden, als die Leute dann erfahren haben, dass ich selbstständig werde, sind viele mit mir mitgegangen und wollten, dass ich sie auch weiterhin betreue. Ich habe heute noch den Umzugskartons von damals im Büro stehen. Ich bin sie nicht zum Ausräumen gekommen, weil von Anfang an die Kanzlei sehr gut gegangen ist. Und 80% meiner Mandanten kommen über Mundpropaganda. Leute, die ich schon betreut habe, wo mich weiterempfehlen, das ist eigentlich der Großteil. Und eher der geringere Teil ist dann, dass Leute zu mir kommen, weil sie eben von mir gehört haben, über die Medien oder über Inserate. Aber der Großteil der Mandanten, was wir haben, ist reine Mundpropaganda, sind Leute, die über Empfehlungen kommen. Und das hat dann sukzessive so immer zugenommen und es läuft sehr, sehr gut. Ja. Eine kurze, vielleicht doch nicht ganz einfache Frage. Was macht doch aus Ihrer Sicht einen guten Anwalt aus? Ja, ein guter Anwalt sollte meines Erachtens zuerst einmal ein gutes theoretisches Fundament haben, also sprich das ein gutes Studium, Diplomstudium der Rechtswissenschaften oder auch zusätzlich ein Doktoratstudium der Rechtswissenschaften. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Ich sage immer, das ist das Werkzeug, die Ausbildung, mit der man arbeiten muss. Ein guter Anwalt sollte Lebenserfahrungen auch ein bisschen mitbringen. Und es ist ganz gut, wenn es den Menschen nicht immer ganz gut geht, weil in den schlechten Zeiten lernt man sehr viel dazu. Man lernt Menschen schätzen, man lernt mit Schicksalen besser umzugehen und kann das auch weitergeben. Und man nimmt das Schicksal dann auch selber ein bisschen an und versucht da auch, glaube ich, gezielter damit umzugehen, als wenn man nur Theoretiker ist. Ich kenne beispielsweise Professoren, die haben mehrere akademische Grade in ihrem Leben bekommen. Würde man denen eine Kaffeemaschine hinstellen in der Originalverpackung, bekommen sie wahrscheinlich die Kaffeemaschine nicht einmal aus dem Karton, geschweige, dass sie einen Kaffee herbringen. Also nur die theoretische Ausbildung allein nützt wirklich nichts. Man braucht sehr viel praktisches Feingefühl, praktisches Wissen. Das sollte ein Anwalt haben. Und wenn man dann das theoretische Wissen kombiniert mit der Lebenserfahrung, mit der Menschlichkeit und den Schicksalen selbst, ich glaube, dann als Ganzes zusammen, dann ist man am richtigen Weg. Und es sollte immer, das ist auch wichtig, immer der Mandant am Vordergrund stehen. Also vielmal zieht sich das ja dann hin und es verursacht immer sehr, sehr viele Kosten. Und da muss ein Anwalt natürlich auch drauf schauen. Und wenn ein Anwalt nicht die Menschen jetzt mag, sondern mehr sich selber mag, dann wird sich das wahrscheinlich bei den Kosten auch entsprechend auswirken. Also ich glaube, es ist schon ein sehr umfassendes Paket, was einen guten Anwalt ausmacht. Da könnten wir sehr, sehr lange darüber diskutieren. Ich komme jetzt allerdings zu einer Frage, die mich selber brennend interessiert. Kann man als Anwalt eigentlich sagen, diesen Fall übernehme ich nicht? Oder wenn Klienten kommen, ist das klar, kann ich selber entscheiden. Jetzt gibt es aber auch andere Fälle, wo man sagen muss, okay, ich bin jetzt Pflichtverteidiger. Muss man Fälle annehmen? Also man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen Fällen, die ich als Verfahrenshelfer zugeteilt bekomme. Da werde ich mit Bescheid zum Verfahrenshelfer bestellt. Hier kann ich grundsätzlich nicht auswählen. Die Umbestellungsgründe sind hier auch sehr streng, zu Recht auch, sonst würde jeder Anwalt sagen, das will ich jetzt nicht machen, das soll ein anderer machen. Also die Umbestellungsgründe sind im Gesetz aufgezählt und das wird auch sehr streng praktiziert. Also hier im Rahmen der Verfahrenshilfe ist es nicht möglich. Wenn jemand zu mir kommt und mich als Wahlverteidiger nimmt oder als Anwalt aussucht und möchte, dass ich das Mandat übernehme, da kann ich natürlich schon sagen, ich möchte dieses Mandat aus welchen Gründen auch immer nicht übernehmen. Gab es schon Fälle für Sie, wo Sie gedacht haben, hier komme ich an meine Grenzen? Ja, das
das kommt schon vor. Es gibt in unserem Leben sehr, sehr viele Schicksalsschläge und mit denen werden wir als Anwälte natürlich direkt konfrontiert. Und das ist schon sehr schwierig, hier den Spagat zu schaffen. Das Emotionale auf deiner Seite, das ja hoffentlich jeder Anwalt auch hat und ich natürlich auch, zu trennen von der beruflichen Seite. Das ist ein ganz abstraktes Vorgehen, die Rechtsanwaltstätigkeit. Da gibt es eben die Gesetze, die wir einhalten müssen und die Vorgaben sind im Gesetz gegeben. Und dieser Spagat zu schaffen, ist oftmals nicht einfach, auf jeden Fall. Nachdem wir mit LendeTV auch hier im Garnmarkt stationiert sind, habe ich des Öfteren das Vergnügen, natürlich auch Sie zu treffen und verschiedene Menschen im Garnmarkt zu treffen. Und ich weiß, Sie selber haben Kinder. Zwei Kinder, sind verheiratet, haben zwei Kinder. Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor, wenn man einen tragischen Fall bearbeiten muss, dann nach Hause kommt und das ausblenden muss. Gibt einem da die Familie die Kraft? Holt man sich auch Kraft in der Familie? Fließen bei Ihnen auch mal Tränen, wenn Sie fix und fertig nach Hause kommen? Ja, also Sie sprechen bei mir ein sehr emotionales Thema an. Die Kinder sind immer wieder natürlich meine Stütze, die Familie. Wir haben es sehr schön und da geht man dann natürlich oft schon hin und legt sich mal zu den Kindern, um abzuspannen. Also kommen auch Emotionen hoch? Ja, auf jeden Fall. Also ist einfach sehr schwierig, den Beruf und Privaten immer auch so aus dem Kopf zu trennen, nehme ich an. Ja, es gibt Tage, da geht das ganz gut. Da hat man das Gefühl, es kann einen nichts erreichen. Und dann gibt es Tage, da geht es einem vielleicht nicht so gut. Da ist man eher anfällig für solche Sachen. Und dann reißt es einen schon mal in das Tiefe. Ja. Und wenn man jetzt so öffentlich ist, wie es bei Ihnen war, auch durch, wie gesagt, verschiedenste Fälle, dann gibt es auch Drohungen. Also Sie haben auch dementsprechende Drohungen bekommen. Ich kann mir das vorstellen, das tut ja richtig weh. Bekommt man Angst? Empfindet man Schmerz? Empfindet man Hass? Nein, Hass, so Empfindungen kenne ich eigentlich nicht. Ja, man macht sich Sorgen, man überlegt sich, wie man mit so Drohungen umgeht. Und ich selber bin jetzt nicht besonders ängstlich. Aber es war ja nicht nur so, dass ich Drohungen bekommen habe, sondern dass auch meine Familie bedroht worden ist, auch meine Kinder. Es gab Schreiben, wo gesagt hat, nur wenn man meinen Kindern auch etwas antut, dann verstehe ich, was Schmerz ist. Und da habe ich dann natürlich schon sehr sensibel reagiert und wir haben auch sehr viel in die Sicherheit dann schlussendlich investiert. Also ich kann, wenn es um mein Umfeld geht, das natürlich nicht ignorieren. Und da habe ich mich dann schon gefragt, was das für Menschen sind. Wenn man mich bedroht, ja, okay. Aber wenn man dann noch auf meine Familie zugeht oder gar auf meine Kinder, also das ist dann schon die Grenze mehr als überschritten. Da ist die Grenze dann schon mehr als überschritten. Aber von meiner Aufgabe lasse ich mich trotzdem nicht abbringen. Ich habe einen klaren gesetzlichen Auftrag. Ich überlege mir immer am Anfang, in was für Richtung das ich gehe. Ich versuche auch alle Eventualitäten hier mit einzubeziehen und wenn dann einmal ein Weg festgelegt ist, dann bleibe ich auch dabei, es sei denn, es gibt jetzt irgendetwas auf diesem Weg, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Grund dafür, dass man von dem Weg etwas abweicht, aber sonst bleibe ich schon auf meinem Weg. Da gibt es ein Zitat von Ihnen und ich glaube, es passt genau jetzt zu diesem Thema und ich möchte, es ist nicht umsonst ein Zitat, darum möchte ich es auch zitieren. Ich verteidige nicht die Tat, ich verteidige den Menschen. Kann man sich in so einem Fall, wie dieser dramatische Fall, den natürlich alle kennen, irgendwo noch Verständnis für den Menschen aufbringen? Ja, da fällt mir ein weiteres Zitat ein, das heißt, nur der Unwissende wird böse, der Weise versteht. Ich bin leider nicht weise genug, ich verstehe auf dieser Welt nicht alles. Es gibt viele Dinge, wo ich nicht verstehe und damit habe ich mich auch mittlerweile abgefunden. Aber dieses Zitat klingt ja auch anders. Es geht ja nicht um Verständnis. Wenn ein Arzt beispielsweise ein Kind bis zum Tod begleiten muss, ein krebskrankes Kind zum Beispiel oder auch einen anderen Menschen, dann geht es ja nicht darum, dass man hier Verständnis aufbringt, sondern dass man seine Aufgabe wahrnimmt und die so gut wie möglich. Und egal, was auch immer passiert, wir sind alles Menschen und jeder Mensch hat auch wieder eine Vergangenheit. Und während die Öffentlichkeit vielleicht immer nur diese eine Seite sieht, die auch medial transportiert wird,
sieht natürlich ein Anwalt oder auch Menschen, die damit involviert sind, generell auch eine andere Seite. Es gibt Gespräche und man sieht auf einmal, aha, hier ist in der Vergangenheit auch vieles falsch gelaufen in diesem Menschen, für das man dann vielleicht wieder Verständnis aufbringt. Aber das Verständnis selber ist nicht unbedingt Voraussetzung, dass man seinen Beruf ordentlich ausüben kann, sondern hier gibt es einen klaren gesetzlichen Auftrag, den man zu erfüllen hat. Und wenn in weiterer Folge dann durch Geschichten, durch Hintergründe ein Verständnis aufkommt, dann erleichtert das natürlich die Arbeit. Es gibt Fälle, die sind in der Öffentlichkeit, es gibt aber viele Fälle, wenn ich das so sagen darf, die nie in der Öffentlichkeit sein werden, die aber für den einzelnen Menschen doch sehr dramatisch sein können. Ich nehme an, bei Ihnen in der Kanzlei sind schon oft sehr viel verzweifelte Menschen gewesen. Das stimmt, ja, und da muss man schon auch einen guten Tag erwischen. Ich hatte schon einen Tag, da waren 4 neue Fälle in der Kanzlei und oder mehrere Fälle, neue Fälle in der Kanzlei, aber bei 4 Fällen davon haben die Menschen geweint. Sie standen mit dem Rücken an der Wand, hatten das Gefühl, vor ihnen geht es nur noch bergab, haben keinen Ausweg mehr gefunden. Und ich nehme diese Schicksale, das hat mein Naturell, dann auch entsprechend an. Und dann ist schon gut, wenn man dann nach Hause kommt und sich einfach mal auf das Sofa begeben kann. Wobei, dann ist es auch so, man nimmt es natürlich auch mit nach Hause. Man schaut dann in den Fernsehen hinein, aber man ist mit den Gedanken dann bei diesen Menschen und schaut natürlich auch, wie kann ich diesen Menschen am besten helfen. Aber das ist oftmals schon sehr hart. Ist man als Anwalt oftmals auch Psychiater? Ich glaube, Psychiater vielleicht nicht, vielleicht eher Psychologe. Ich glaube schon, dass ich auch die Gott sei Dank die Eigenschaft habe, dass ich auf die Menschen zugehen kann, dass ich ihnen zureden kann und ihnen nicht nur rechtlich helfen kann, sondern auch menschlich. Und das kommt auch aus meiner Vergangenheit. Es gab ja auch bei uns eine Zeit, wo wir nichts hatten. 1981 ist bei uns zum Beispiel das Haus gebrannt. Da hatten wir nicht mehr eine Unterhose zum Wechseln. Also da hatten wir wirklich gar nichts mehr, nicht mal eine Jacke am Abend zum Anziehen, obwohl es kalt geworden ist. Das prägt schon und bringt natürlich dann auch, diese Erfahrungen bringen natürlich dann auch mit, dass man schon versucht, diesen Menschen zu helfen, weil damals waren wir auch froh, als man uns geholfen hat und das prägt schon, also auf jeden Fall. Also ich finde es so spannend, Sie kommen aus der Laas, haben persönliche Schicksale erlebt, schon in der Kindheit, sind eigentlich aus diesem Schmerz zur Stärke gewachsen. Aus dem Vorgespräch weiß ich einen Satz von Ihnen, der lautet: Nur durch Niederlagen kann man lernen. Ja. Habe ich das richtig interpretiert? Ja, lernen. Ich glaube, durch Niederlagen reifen wir. Ich glaube, der Mensch reift nicht durch die guten Zeiten, wo er es schön hat, sondern in den Zeiten, wo es ihm schlecht geht, wo es ihm nicht so gut geht. Weil da spürt man dann einfach, wenn man mal am Boden liegt, wie wertvoll es ist, wenn es Menschen gibt, die einem helfen, die einem zur Seite stehen. Und ich glaube, in dieser Phase reifen wir, da sucht man auch um Lösungen, man muss aus einer schwierigen Situation etwas machen. Das habe ich so gemeint, dass man eigentlich schon aus den schlechten Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, reift und das zeichnet uns Menschen dann schlussendlich auch aus. Lassen Sie mich einmal noch und zum letzten Mal den Sprung zurück machen, direkt in Ihr Tagesgeschäft. Es gibt immer wieder die Situation, dass Menschen der Meinung sind, der Strafrahmen bei schwerwiegenden Delikten in Österreich ist zu niedrig. Wie sehen Sie das? Ja, über das muss man diskutieren und soll man auch diskutieren. Hierfür ist auch der Gesetzgeber dann schlussendlich zuständig, der muss den Strafrahmen festlegen. Was man natürlich wissen muss, ist schon, dass man ja auch eine Kriminalstatistik führt. Und wenn man zum Beispiel Amerika, wo es ja ein sehr strenges Strafgesetz gibt und auch die Todesstrafe im Prinzip, es gibt ja die Todesstrafe in Amerika noch, wenn man da die Statistiken vergleicht, sieht man schon, dass auch die Androhung von Höchststrafen nicht dazu führt, dass es weniger Straftaten gibt. In Amerika zum Beispiel sind, ich kann jetzt den aktuellen Stand nicht sagen, das ist schon während meiner Studienzeit, habe ich mich mit dem einmal beschäftigt, waren auf 100.000 Einwohner etwa 700 bis 800 inhaftiert. In Österreich sind auf 100.000 Einwohner oder waren zur damaligen Zeit 70, 80 inhaftiert. Mittlerweile, ich glaube im Jahr 2007, gab es eine kurze Steigerung, einmal über 100 Inhaftierte. Aber man sieht schon,
dass strengere Strafen und so weiter nicht unbedingt bedeuten weniger Kriminalität, weil man weiß, die Menschen denken ja auch nicht daran, wenn sie etwas machen, dass sie jetzt erwischt werden. Viele sind auch in einer Ausnahmesituation. Also nur den Strafrahmen hinaufzusetzen, das wird sicher nicht reichen und ist wahrscheinlich auch der falsche Ansatz. Vielmehr, und auf das wirke ich auch als Verteidiger dann immerhin, ist es wichtig, dass man wirklich der Sache auf den Grund geht. Wenn jemand etwas macht, ein Strafdelikt zum Beispiel, dann muss, gerade wenn es gravierende Sachen sind, dann muss man diesen Menschen hernehmen und man muss ihn wirklich bestmöglichst untersuchen, um zu schauen, was ist in dem Mensch vorgegangen in der Vergangenheit, dass es so weit kommen konnte. Nur so kann man auch Straftaten entgegenwirken. Man muss sich mit diesen Menschen beschäftigen, man muss die Vergangenheit dieses Menschen anschauen. Da nützt es nicht, wenn ich nur die Behörden durchleuchte und schaue, ob da irgendwo ein Kommunikationsfehler passiert ist, sondern man muss auch schauen, was ist mit diesen Menschen passiert. Und wenn man weiß und hier auch entsprechende Statistiken führt, was eben zur Kriminalität führt, kann man dementsprechend entgegenwirken. Es gibt ja nicht nur Anwälte, es gibt nicht nur Verteidiger, es gibt ja auch Gerichte. Und die Gerichte kommen auch ab und zu natürlich dementsprechend in die negativen Schlagzeilen. Was haben Sie hier für einen Zugang zu den Gerichten? Wie sehen Sie die Kritik an den Gerichten? Also ich finde die mediale Berichterstattung, was die Gerichtsarbeit betrifft, hier zum Teil sehr einseitig. Wenn man denkt, dass in der Justiz viele, viele tausende Menschen arbeiten und auch bei den Behörden, dann muss man auch einmal sagen, hier gibt es sehr, sehr viele engagierte Menschen und ich arbeite tagtäglich mit Gerichten und Behörden zusammen. Im Normalfall funktioniert es. Es gibt natürlich Sachen, die würde ich mir auch wünschen, dass das ein oder andere anders verläuft, dass Verfahren zum Teil schneller gehen, sich nicht irgendwie hinauszögern, dass der Mensch schneller zu seinem Recht kommt. Es gibt aber auch andere Sachen. Hier gibt es bei uns auch eben, dass man sagt, okay, wir teilen das jetzt dem Gericht mit. Ich möchte das gar nicht zu sehr jetzt öffentlich thematisieren. Meine Aufgabe als Anwalt ist es ja auch, ich bin Teil der Rechtspflege, dass man das dann eben irgendwelche Missstände dem Gericht mitteilt oder unserer Kammer, die das dann wiederum dem Gericht mitteilt. Es gibt Sachen, die sollten anders sein, würde ich mir auch wünschen. Aber zum Großteil, und das merke ich aus dem täglichen Leben, funktioniert es schon. Und nur wenn hier ein paar einzelne Menschen irgendwie ausbrechen, dann muss man schon sagen, okay, das sind ein paar einzelne Menschen von vielen Tausend. Und man darf dadurch nicht die Justiz als Gesamtes hier angreifen oder in das negative Licht drücken. Das finde ich dann ein bisschen unangenehm. Jetzt gehen wir von den wirklich schwierigen Themen auf die hoffentlich etwas leichteren Themen ein. Wo laden Sie Ihre Batterie auf, wenn Sie beruflich unter Druck stehen, wenn Sie Verhandlungen haben, wenn Sie ja, ganz einfach gefordert sind? Wie und wo laden Sie Ihre Batterie dann wieder auf? Ja, ich bin Gott sei Dank in der angenehmen Situation. Meine Eltern haben mir ein volles Akku mitgegeben. Ich brauche nicht eine zu lange Ladezeit, weil ich habe sie auch nicht. Also mein Leben ist geprägt, dass ich für andere Menschen da bin. Das ist in der Kanzlei so, das ist auch in der Privatzeit so. Und wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, dann flüchte ich mal gerne auf die Berge, gehe gerne mal Wellnessen, mal ein bisschen entspannen. Und was auch ganz, ganz toll ist, was ich gern mache, ist auf ein schönes Konzert gehen oder jetzt eine neue schöne Zeit mit dem Motorrad fahren, einmal durch Vorarlberg oder durch ein anderes Land mit dem Motorrad zu fahren. Da kann man dann schon Energie tanken auf jeden Fall. Also ich kann unseren Zusehern nur sagen, wenn sie einen Mann sehen in absoluter Lederkluft, dann ist es der Herr Dr. Veit, das konnte ich auch schon mit bewundern. Also beim Motorradfahren können Sie so richtig abspannen. Genau, also wenn ich so mein Hobby-Rocker-Kostüm anziehe und mich auf die Halle schwinge, dann geht es mir gut. Also das ist sehr schön und die Frau fährt auch gerne mit, Gott sei Dank. Und haben wir jetzt doch schon viele schöne Fahrten gemeinsam machen können. Reduziert natürlich, wir haben nicht allzu viel Freizeit. Wir müssen ja auch für die Kinder da sein. Aber wenn es dann einmal die Möglichkeit gibt, das tut dann schon sehr gut. Ja. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz einfach viel Spaß auf dem Motorrad, viel Spaß mit Ihrer Familie. Hoffentlich, dass alles in die richtige Richtung geht. Gibt es noch einen Wunsch, den Sie anbringen möchten? Oder gibt es noch Ziele, Zukunftsziele und Wünsche, die Sie hier nach Hafen bringen möchten? Also momentan bin ich eigentlich zufrieden. Viele Menschen schenken mir das Vertrauen, dass die Kanzlei läuft hervorragend in der Familie. Wir sind alle gesund. Was kann man sich mehr wünschen? Wenn es so bleibt, bin ich eigentlich schon zufrieden. Meine Ansprüche sind da nicht allzu hoch.
wenn sich vielleicht das andere oder ein oder andere in der Gesellschaft noch verändern könnte, zum Besseren verändern könnte, wo man natürlich alle mitwirken müssen, auch im politischen Bereich, dann, ich glaube, es gibt noch genügend zu tun, dann macht es mich auch zufrieden. Herr Dr. Veit, vielen herzlichen Dank für das wirklich interessante Gespräch. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Einladung und alles Gute dem Ländle TV-Team für die Zukunft. Liebe Zuseher, ich hoffe, es war für Sie spannend. Ich hoffe, es war für Sie ähnlich interessant wie für mich. Und ich verspreche Ihnen nächste Woche wiederum einen sehr interessanten Talkgast beim Ländle Talk direkt aus dem Restaurant Mahlzeit in Götzis. Schön, dass Sie mit dabei waren.